Oh, jawoll! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Es voxelt, meine lieben Freunde. Es voxelt richtig heftig. Könnt ihr spüren, wie es voxelt? Also ich bin schon total voxelig, wenn ihr mich fragt. Wir haben neue Fahrzeuge erforscht. Nämlich der Dieselmotor Stufe 3 ist jetzt erforscht. Muss mal kurz gucken, ob man den hier sieht. Schwerer Dieselmotor, genau. Der ist jetzt erforscht. Und wir können jetzt so viele geile neue Sachen machen, meine lieben Freunde. So viele geile neue Sachen. Ich habe jetzt hier mal schon einen LKW in das Depot reingenommen. Der stammt von dieser Route hier, der die Eisenbarren, oder die Eisenbarren, von der Bahnstation hier drüben hier zu diesem Depot transportiert. Der Plan ist jetzt, die wollen ja hier in der Stadt auch Kupfer haben, Kupfererz. Ich habe hier schon mal eine zweite Strecke gelegt, oder eine dritte eigentlich, genauer gesagt, die hier hochgeht zu dieser Station, wo hier das Kupfererz produziert wird. Wir werden jetzt eine Pendelstrecke bauen für Kupfer, die Kupfer hier nach unten transportiert zu der Station, in dieses Lagerhaus, damit diese Güterstation hier mit dem LKW das Ganze hier nach hinten transportieren wird. So, ihr merkt schon, es wird immer verzweigter hier alles, ja. Mehr Zweigstellen, mehr Schienen, mehr Logistik, mehr alles, mehr Züge vor allem. Und da können wir jetzt neue Fahrzeuge nutzen für diese ganzen Sachen. Wenn ihr das hier übrigens feiert, das Projekt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne mal rechts oben in die Playlist rein für die anderen Folgen. Schaut euch mal an, was wir jetzt Geiles machen können hier. Guckt euch das mal an. Geile Passagierbusse! Wir können auch Auflieger benutzen jetzt. Heftig, heftig. Okay, ich will einen Sattelschlepper benutzen. Einen Sattelschleppbär. Hier. Das sind die europäischen. Mit weniger vorne. Und da können wir Auflieger drauf knallen. So, ich nehme jetzt mal hier den Erzaufleger. Zack. Es ist schon ein bisschen traurig. Wir haben immer, glaube ich, noch keine neuen Zugwaggons bekommen. Also muss ich nochmal genau nachgucken. Ich glaube, wir haben die immer noch nicht. Wir können immer noch nur 15 Einheiten Barren transportieren pro Zug auf pro Zugwagen. Und hier können wir einfach mal jetzt schon viel mehr Zeug transportieren, so im LKW. So, da stelle ich jetzt schon mal das Köpfererz ein und dann kaufe ich das Ding. Und dann sage ich, wir müssen noch eine neue Strecke machen, beziehungsweise, genau. Wir müssen ihm sagen, wie machen wir das jetzt eigentlich? Warte mal. Ich will ja die behalten eigentlich. Kann ich dem anweisen, dass er die Strecke nicht machen soll? Weil ich will die ja nicht ändern, dann ändere ich sie ja für alle. Kann ich ihn auf einen anderen Fahrplan legen? Warte mal, wir haben doch hier... Guck mal, Eisenbarren zu Labor. Das ist doch ein Fahrplan, der nicht mehr aktuell ist. Wenn wir den jetzt einfach mal bearbeiten... Da ist auch kein Fahrzeug drauf, wenn wir den nicht mehr brauchen. Da sagen wir jetzt einfach mal Heiger laden. Und dann sagen wir hier... Ausladen, genau. Erbach Süd. Und dann nennen wir das Ganze neu. Kupfererz zu... Erbach Süd West. Zack. Bams und gib ihm. Da wird jetzt noch nichts transportiert. Wir müssen erstmal noch ein bisschen Geld sparen jetzt, um uns den Zug leisten zu können, der das Ganze jetzt dann transportiert. Den müssen wir jetzt hier oben uns kaufen. Und da haben wir auch neue Loks. Guckt euch das mal an. Alter, was wir für geile neue Loks haben. Und die können richtig viel ziehen. Guckt euch das mal an. Richtig geil. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst auswählen soll. Der hat hier noch einen Personenanteil hinten dran. Der hier scheinbar auch. Ja, das ist mit Personen hier. Das sieht man hier oben links. Da, wo die Anzahl Leute mit dabei ist hier, die haben gleich direkt noch Menschenplätze. Plätze für Menschen. Geplatzte Menschen haben die direkt. Boah, die Lok kostet einfach mal 1 Million hier. Guckt euch das mal an. Oh, ich will die haben. Jawohl, Doppellok, Alter. Gib ihm. Ich glaube, wir müssen mal ein paar Züge mal ersetzen durch geilere Züge. Ja, aber wir haben komischerweise immer noch nur diese blöden Pritschenwagen 2. Ich will geilere Pritschenwagen haben. Ich will mehr Barren transportieren können. Alter, my friends. 1,7 Millionen. My head turns red. Unglaublich. It's escalating quickly.
Aber wir haben schon eine Million knapp. Ich muss noch ein bisschen noch, komm, noch ein bisschen durchhalten hier jetzt. Zieh, zieh, zieh. Ich will jetzt keinen Kredit aufnehmen, ja. Ich habe mich schön abbezahlt. Nachfrage gesunken, was? Was? Und da will schon wieder, ey, ich komme auch echt nicht mehr hinterher, die ganzen Nachfragen zu befriedigen, ne? Und die wollen auch alle schon wieder so viele Sachen haben, die ich noch nicht erforscht habe, weil ich da noch keine Electronics zum Beispiel auch habe. Ja, wir müssen mal dafür sorgen, dass wir hier, wo so viel Kupfer gefördert wird, oder hier haben wir ja auch noch eine neue Kupferstation, dass wir da mal jetzt dafür sorgen, dass hier, ja, dass wir hier mehr Zeug kriegen. Also, dass wir neues Zeug vor allem machen. Schaltkreise zum Beispiel und sowas. Das brauchen wir mal unbedingt. Das sind halt dann schon Dinge, wo man zwei Komponenten dann miteinander vereinigen muss, ne? Das ist dann nicht mehr so einfach. Da muss man dann die Komponenten aus einer anderen Fabrik zur Elektronikfabrik liefern und dann dort dann entsprechend die Elektronik draus machen und so. Komm schon! Yes! Gekauft! Sie wollen kaufen! Sie wollen kaufen! Laden und... Moment, das ist immer nicht so einfach in dieser Perspektive. Hier, genau. Hier wollen wir das Ganze entladen. So. Kupfererz zu Heiger West. So, bevor wir den jetzt losfahren lassen, muss ich die Strecke noch mal kurz kontrollieren, ja? Ist die Strecke ordentlich Signalampel, beampelsignalt? Es ist ja eine Einzelstrecke hier, die haben wir neu gebaut. Eine Neubaustrecke, auch eine einzelne, ja. In zwei Richtungen kann die befahren werden. Befahren werden kann sie. Hier, guck mal, guck mal. Guck mal, ich überlege hier gerade schon, ob das hier überhaupt so schlau ist, das so zu machen. Ob das so schlau ist, hier den einen da so reinfahren zu lassen über die Seite. Oder ob es nicht vielleicht einfach schlauer ist, zum Beispiel das Depot hier mal wegzumachen. Dann haben wir hier schon mal weniger Weichen. Dann sparen wir uns hier auch mal ein paar Signale eigentlich. Warte mal, dann können wir das hier nämlich auch wegmachen. Ja, guck mal, wir kommen doch hier genau eigentlich. Ja, wir kommen doch hier genau rein eigentlich. Guck mal. Jawohl. Dann brauchen wir nämlich das hier gar nicht. Das kann ich ja hier mal lassen. Ich weiß nicht genau, ob der eine Zug auf der richtigen Seite ist oder nicht. Da müssen wir mal schauen. Aber genau, dann kann der nämlich einfach hier reinfahren. Dann müssen wir nur, wie gesagt, aufpassen, dass die sich nicht irgendwie gegenseitig den Platz im Bahnhof wegnehmen. Dann können wir nämlich hier die Signale direkt hier davor setzen. Sind das eigentlich Vorsignale? Nee. Genau, guck mal, jetzt ist das hier nämlich rot. Genau. Können wir ja mal schauen einfach. Hier brauchen wir eigentlich ein Vorsignal. Und hier brauchen wir auch ein Vorsignal. Würde ich sagen. Da brauchen wir kein Vorsignal. Genauer gesagt brauchen wir das beides hier gar nicht mehr. Und die können wir uns auch schenken. Da machen wir lieber richtige Signale hin. Genau. Ja, und hier sind ja überall schon Signale jetzt. Das müsste so eigentlich jetzt passen, würde ich schätzen. Dann ist es ein bisschen einfacher. Mal gucken, ob die alle noch ihren Weg finden. Bin jetzt mal gespannt. Bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Vakuumröhre schon wieder. Ah, hatten wir nicht, warte mal, hatten wir nicht irgendwo Röhren produziert sogar? Ich lasse den Zug erstmal losfahren hier, den ich jetzt gerade gemacht habe. Dann gucken wir uns den gleich erstmal an. Zug angucken. Oh, ist der geil. Oh, ist der schnell. Alter Verwalter. Guckt euch diesen geilen Dieselzug an. Dieselzüge Stufe 3, mein Gott. Wie schnell er ist. Ich komme nicht mal hinterher mit der Kamera. So schnell ist er. Oh Gott, der Dieselzug Stufe 3. Er ist so schnell. Er ist so krass. Und er kann so viel transportieren. Da geht er in den Tunnel rein. Kann ich eigentlich auch in den Tunnel rein? Nee, kann ich nicht. Ich darf da nicht rein. Oh, wie er den anderen einfach stehen lässt. Guckt euch das an. So krass. Ah, jetzt hält er an. Okay, guck mal. Das ist gut, dass das passiert. Jawohl, nice. Ah, es funktioniert so gut. Riesig. Exzellentio. So, jetzt haben wir hier das erste Mal Kupfer bekommen. Und das wird jetzt dann von dem neuen Sattelschlepper-LKW, den wir jetzt ja auch durch den
Dieselskandal, durch den Diesel-Upgrade jetzt haben. Hab, hab, hab. Oh, jawoll! Ah, wie cool, die Sattelschlepper sind ja cool. Dass man auch den Sattel, den der da drauf liegt, dass man den auswählen kann, halt den Auflieger halt, ne? Den schleppenden Auflieger, Sattelauflieger. Das ist schon ein bisschen geil. Wir haben einen Deal. Nice. Sauber. Weißt du was? Da kaufen wir uns jetzt noch einen Sattelschlepper, weil ich kann mir gut vorstellen. Mach da mal noch ein Lager auch gleich hin. Ein Logistiklager für noch mehr Zeug. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da noch einen brauchen. Kaufen. Das ist schon geil. Also ich finde das geil. Weil bei aller Kritik am Interface und dass das teilweise echt frickelig ist mit den Zugstrecken zu bauen und so und mit den Brücken und Tunneln, dass das System ein bisschen, es ist ein bisschen frickelig, aber das ist auch der einzige Kritikpunkt, muss ich sagen, den ich momentan habe an dem Spiel. Dass es manchmal ein bisschen sehr kleinteilig ist einfach und teilweise ein bisschen sehr, sehr ins Frickeln ausartet. So, jetzt muss ich mal gucken. Kupfererz zu Erbach Südwest war das, genau. Nicey nice. My dear friends. Ja, dann könnten wir ja eigentlich auch mal schauen, wo wir denn... Erstmal gucke ich jetzt mal, was für Advanced-Sachen die hier wieder haben wollen, die wir wieder gerade nicht liefern können. Ja, weil wir gerade noch keine Produktion haben. Weil hier waren irgendwo ganz viele Sachen. Da wollen sie Zeug haben. Hier wollen sie Erz haben. Aber können wir nicht da wenigstens dafür sorgen, dass da mal ein Zug hinfährt mit Erz? Moment mal, ich muss mal kurz gucken. Der fährt ja hier hin und pendelt dann hier hin. Und müsste dann, wo fährt er dann eigentlich hin? Der hat, glaube ich, noch eine Lieferung gehabt irgendwo für Kohle. Ah ja, genau, der fährt mit dem Rest, glaube ich, dann hier hin, damit dann da Glas draus hergestellt werden kann. Aber da ist gerade irgendwie der Engpass ein bisschen am Start. Wir haben ja hier schon eine Glasfabrik gemacht, ne? Glaub schon. Lass mal hier den LKW gleich nochmal ersetzen. Glasscheibe zu Waldsassen. Da steigt nämlich die Nachfrage gerade. Lass den mal ins Depot bringen. Und lass den mal ersetzen durch einen Auflieger. Das ist ähnlich wie in Transport Fever, genau. Das ist so ähnlich, aber mit dem Twist, also das Spiel ist so ähnlich, aber mit dem Twist, dass du halt eigene Betriebe machen kannst. Im Gegensatz zu Transport Fever, wo du das nicht kannst, ja. So, genau, was war das jetzt? Glasplatten. Hier, Glasscheiben, genau. Den Sattelauflieger machen wir jetzt da draus. Und der kann gleich mal direkt auf Glas gestellt werden. So, und dann lassen wir den gleich fahren. Und dann kaufen wir gleich noch einen. Denn irgendwie glaube ich, dass die Nachfrage da noch ansteigen wird. Hatte ich den jetzt schon... Oh, den hätte ich noch gar nicht zugewiesen. Haha, der fährt dann einfach nirgendwo hin? Interessant. Moment, Glas... Glasscheibe zu Waldsassen Südost müsste das sein, genau. Fährt er jetzt? Ja, fahren beide los, okay. Ja, LKW ersetzen müssen wir eigentlich noch viel häufiger machen hier. An vielen Stellen müssen wir das eigentlich machen. Scheppenstedt akzeptiert weniger Eisenerz. Hier müssen wir mal Eisenerz hinbringen jetzt. Sekündchen. Ich überlege gerade, wie ich das am cleversten mache. Das ist, man muss immer ein bisschen gucken. Das ist so ein bisschen das Problem. Man muss an manchen Stellen hier in dem Spiel ganz schön gucken. Genau, warte mal. Also dieser Zug jetzt, den wir jetzt machen wollen. Jetzt müssen wir erstmal das abstrahieren hier. Die Weiche hier ist, glaube ich, noch nicht gefährlich. Da fahren noch nicht zwei gleichzeitig. Also, der fährt von hier da lang. Da müssen wir, glaube ich, Moment, gleich mal die Signale noch setzen. Genau, der muss ja hier auch anhalten, wenn der andere Zug da auf dem Gleis ist. So, das heißt, so. So. Also, der fährt da lang, wo die grüne Linie ist. Oh mein Gott, ganz schön viel Grün hier. Okay, warte, da müssen wir mal ein bisschen segmentieren hier. Das ist sonst zu viel. Machen wir das mal so. Die Blöcke ein bisschen untereinander aufteilen ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Tipp an der Stelle. Okay, und hier machen wir dann am besten doch noch ein Vorsignal und ein... Genau, dass das halt einfach safe ist, ne? Dann hier auch wieder ein Vorsignal.
Das, damit das halt, damit die Weiche dann ein separates Segment ist, damit man das ein bisschen untereinander so ein bisschen aufdröseln hier. Und ich würde sagen, hier machen wir das doch mal mit den Signalen. Warum kann ich hier keine Signale jetzt schon wieder setzen? Guckt mal. Ach, weil die zu dicht beieinander sind, wa? Verdammte Scheiße. Okay, warte. Dann müssen wir das nochmal kurz wegmachen hier. Hilft alles nichts, ja? Oh Gott, Geld. Meine lieben Freunde, Geld. Wenn ich es euch doch sage, Geld. Ach Gott sei Dank. War gerade noch genug. Aber ich finde halt, das Spiel müsste einem halt mal häufiger so ein bisschen Hilfestellung geben im Sinne von, yo, hier an der Stelle hast du jetzt, kannst du das jetzt nicht setzen, weil. Das sagt einem immer nur, ja, du kannst es nicht, aber das sagt einem halt nicht, warum nicht. Und das finde ich ein bisschen schade. Das macht es ein bisschen frickelig an, also unnötig frickelig an vielen Stellen. So. Nice. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das geht. Ich bin gespannt. Zieh mal hier die Gleise so ein bisschen noch so durch. Ach so, geht nicht. Schade. Moment. Dann nimm lieber, genau, nimm das hier. Ich hoffe, jetzt kann jeder seinen Weg finden. Jetzt müssen wir erstmal sparen. Genau, jetzt müssen wir erstmal wieder Geld verdienen. Sieht etwas eng aus. More Rails. Ja, ey, ich bin schon voll am Ausbauen hier die ganze Zeit. Ich versuche auch, also viele haben gesagt bei... Hä, warum fährt denn der jetzt bis ganz nach oben? Hä, was machst du denn? Wo fährt denn der jetzt hin? Der soll da gar nicht langfahren. Scheiße, da muss ich da voll aufpassen mit den Signalen jetzt hier. Der macht das auch hier. Der fährt jetzt auch außen rum. Na, das kann ja was werden. Okay, warte mal, dann muss ich hier jetzt schnell Vorsignale noch setzen. Scheiße, ich weiß überhaupt nicht. Können die sich dann nicht treffen irgendwo theoretisch? Ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, wie die Linien laufen. Oh Gott, warum fahren die denn plötzlich in die andere Richtung, die Vollpfosten? Das sollen die gar nicht. Das Unternehmen hat keinen freien Platz. Der Preis von Kupfererz. Ah, jetzt wollen sie wieder weniger haben, siehst du mal. Jetzt wollen sie wieder weniger haben. So ist das eben. Also, aufpassen jetzt. Jetzt nicht durcheinander bringen lassen. Halt hinzufügen. Jetzt fahren die halt da in die andere Richtung, wo der andere Zug eigentlich... Ja. Na, mal gucken, was das für ein Drama wird. Ich bin gespannt. Laden und dann hier drüben bitte ausladen. Speichern als Eisenerz zu Hof Nord. So, jetzt bin ich gespannt. Ich lasse den jetzt fahren. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht hier ein Signal einfach mal wegnehme. Um zu verhindern, dass... Naja, wir gucken. Wir lassen es mal passieren einfach. Was? Whatever will be, que sera, sera, sage ich da jetzt. Na los. Oh Gott. Wir werden alle sterben. Okay, der fährt schon mal auf der rechten Seite in die Richtung. Alles klar. Das macht er schon mal richtig, würde ich jetzt mal behaupten. So, genau. Und dann kommt er da an. Aber jetzt kann er der andere Zug bis dahin hinfahren. Dann ist er, blockiert er den ja. Oder nicht? Oder fahren die dann rechts rum? Na, die scheinen... Ja. Oh. Ach nee, der fährt ja... Hä? Der fährt ja auch gerade... Oh Gott, jetzt muss ich das voll abstrahieren alles. Der fährt ja voll unnötig weit jetzt. Der fährt ja da voll... Er hat ja... Oh, warum? Warum nimmt er denn nicht den kürzesten? Er kann nicht wenden, wa? Kann das sein? Der kann nicht wenden! Weil es ja keine Endstation ist. Genau, es ist ja kein Kopfbahnhof. Da kann er nicht in die andere Richtung fahren. Da wendet er nicht, da fährt er geradeaus raus. Und deswegen fährt er so komisch. Weil wir einen Kreis gebaut haben. Ja, jetzt hab ich's. Okay. Ah, ja, 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 ja. Ah, ja, 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 ja. Moment, was machen wir denn da jetzt? Da müssen wir ihnen die Möglichkeit geben zu wenden. Moment, Sekunde. Zur Hölle wie? Ja, da müssen wir hier einen Kreis bauen. Hilft ja nichts, ne? Ich habe ja Geld. Oh Gott, ich muss einen Kreis bauen. Der ewige Kreis. Nicht zu verwechseln mit dem ewigen Kreis. Das ist was anderes. Nein, wieso geht das nicht? Kein Geld? Es ist zu teuer. Okay, warte, warte. Ist es hier irgendwo nicht zu teuer, einen Kreis zu bauen? Hier zum Beispiel. Warte, hier machen wir das jetzt. Komm.
Moment, das ist das mittlere, wa? Moment, der fährt da lang dann. Hier fährt er hin. Aber da müssen wir ja schauen, dass wir das dann so machen. Er muss ja dann wieder in die andere. Das heißt, er muss ja dann da rein. Oh, Baby. Das wird spannend hier. Alles klar. Warte, so dann? Müssen wir ein bisschen Platz lassen, damit er da nicht hinten dann einen anderen Zug blockiert. Ja, dann hier so eine Kreuzung. Also so. Warte. So eigentlich wäre das dann. Korrekt? Korrekt. Korrekt, meine lieben Freunde. Warte. Vorsignal. Und genau, mehr braucht es da ja eigentlich gar nicht, richtig? Vorsignal. Ja, hier ist wieder so wenig Platz für Signale. Vorsignal. Ah, nee, Moment. Das, nee. Das ist falsch, genau. So. So, Moment. Also wenn... Wie ist denn das mit den Blöcken da an der Stelle jetzt? Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Genau, das ist ein Block hier. Wenn der Zug da reinfährt, muss das Signal auf Rot schalten, damit der dahinter fahrende Zug... Ich will mal gucken, ob die das... Ah, es funktioniert. Ja, er hat er hier umgeschaltet auf Rot, alles gut. Ja, das funktioniert so, ist alles gut, ist richtig. Ich hab's richtig gemacht. Dann können die nämlich mal in die andere Richtung zurückfahren. Dann müssen die nicht immer hier den Umweg fahren da. Ist schon geiler, glaube ich. Dann können die wieder, genau, dann können die in die andere Richtung fahren. Müssen wir nur gucken, dass die dann... Ja, oh Gott. Oh, Junge, ich dachte gerade schon. Ich hab gerade schon den Unfall kommen sehen. Aber alles gut, ich hab's noch hingekriegt, alles gut. Es sieht alles dramatisch aus, aber es ist überhaupt nicht dramatisch, ich schwöre. Das sieht alles nur so... Ich weiß genau, was hier passiert. Ich habe alles im Kopf. Ich hab's im Kopf. Ich habe jeden Einzelnen habe ich hier im Kopf. Warum steht er da rum? Was ist da los? Moment mal, hier ist irgendwas... Das habe ich gerade nicht im Kopf. Moment. Hier ist irgendwas nicht richtig. Warum ist der rot? Warte. Ich muss mal kurz checken. Was ist denn das hier für... Ah... Okay, mach mal so. Ich habe keinen Plan, was hier passiert. Ich glaube, die sind zu dicht beieinander wieder, die Abschnitte da, genau. Ich glaube, das ist das Problem hier. Und jetzt kommt da auch noch ein anderer. Ja, ich glaube, die sind zu dicht. Das zählt irgendwie als ein Abschnitt hier. Ja, hier, deswegen, glaube ich. Ich glaube, deswegen hier. Kann das sein? Oder liegt das wieder mehr hier dran? Müssen wir mal gucken. Ich weiß es nicht. Aber ist ja auch egal eigentlich. Ja, sie fahren halt ein bisschen zeitversetzt. Ist schon okay. Ja, liebe Freunde. Und jetzt sind wir wieder nicht dazu gekommen, hier mal... ja, wir müssen ja die Elektronikforschung auch erstmal anwerfen. Ich muss mal die neue Forschung jetzt machen. Und mal die neuen Sachen, die wir jetzt erforscht haben, auch mal produzieren lassen. Wir haben hier irgendwo irgendwie eine Glocke. Hier. 120 Tage für das. Komm, lass mal jetzt da draus. Lass mal hier jetzt da. Lass mal das machen. Hier, wir können nämlich mit dem Glasbläser können wir nämlich das auch produzieren. Dann können wir wenigstens das schon mal so ein bisschen machen. Kann ich da den Boden noch einnehmen? Ich will jetzt mal eine neue Manufaktur bauen. Ich will. Jetzt. Können wir die irgendwo dahin setzen, wo noch ein bisschen mehr Platz ist? Weil das ist hier irgendwie voll wenig Platz eigentlich. Hier, ich baue die jetzt hier daneben einfach. Komm, gib mir mal hier noch ein Dings, ein Lagerhaus. Ja, mach's mal so. Und dann mach da mal Sand rein, so. Und dann gib mir noch ein Lagerhaus und dann mach da mal Kohle rein. Ich glaube, das sind ja die zwei Sachen, die wir da brauchen. So, und dann gib mir mal eine Manufaktur, eine Glasmanufaktur hier. Glasofen, genau. So. Ja, warte mal. Machen wir das mal so längs. Wie ist denn das am besten? Wenn wir die so gegenüberstellen eigentlich, würde ich sagen. So. Und so. Genau, warte. Mach da mal das Gelände nochmal ordentlich. Genau, so Förderbänder, Exit-Ding. Und dann da noch einen hin.
Und dann gehen wir einmal dahin mit dem Band. Und einmal dahin. So? Nee, warte mal. Ah, ist nicht so einfach hier schon wieder. Ich habe da noch nichts bei den Glasbläser-Dingern, habe ich noch nicht so richtig den Modus irgendwie raus. So, jetzt müssen wir noch irgendwie da auf die andere Seite. Warte. Tunnel. Dann dahin. Ja. So. Und dann von da. Das mit diesen Förderbandkurven ist manchmal auch jetzt, genau. So, jetzt wird das richtig drehen. Das muss da raus. Das muss da rein. Das geht, genau, das geht rein. So. Die Dinger sind ja Glasröhren, brauchen wir, genau. So, und was ist jetzt Vakuumröhre? Warte mal, das müssen wir woanders herstellen. Das müssen wir herstellen. Elektronikmontage? Ich glaube schon. Jetzt baue ich mal hier eine Elektronikmontage direkt daneben. Ah, da ist er. Guck mal. Mit Kupferkabel. Siehst du mal hier. Nice. Kupferkabel haben wir ja. Können wir ja an sich mit dem Zug von hier, genau. Müssen wir nur mal schauen. Lohnt es sich da noch eine Strecke zu machen? Wir haben ja hier noch Platz. Und wir haben ja hier ein Gleis, das von da kommt. Ja, 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 lass das hier mal machen, genau. Ja, ja, ja. Von hier jetzt. Ba, ba, warte, so. Und Tunnel, genau. Das machen wir wieder hier mit dem Tunnel jetzt. Bisschen tiefer wieder. Genau dahin. Und einmal durchziehen. Wunderbär. So. Genau daneben lang. Und das ist ja dann hier die Stelle, genau auf dieser Welle. Wunderschön. Da machen wir jetzt auch wieder Vorsignal. Richtiges Signal. Und dann hier auch wieder Vorsignal. Richtiges Signal, genau. Dann kann nämlich der dann nämlich hier reinfahren, hier rüber und kann das dann hier abliefern. Sauber, 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 genau. Dann brauchen wir da nur noch ein Lagier. Ein Lagierhaus. Ist das da hinten? Ja, 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 okay, da geht's nicht. Machen wir das mal hier hin. Schön hier daneben so. Dann können wir zur Not auch nochmal eine LKW-Route machen. Draht. Und hier brauchen wir jetzt noch ein Lagerhaus für die Röhren. Nicht genug Geld. Okay, das ist natürlich schlecht. Jetzt habe ich Geld. Glasröhre. So, stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Halt, 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 halt. Nicht genug Geld. Nicht genügend Kohle. Nicht genügend Kohle. So, das kommt schon mal an jetzt. Kohle ist noch nicht am Start, wie es aussieht. Es müsste aber eigentlich gleich mal was kommen, theoretisch. Lass mal noch weiterlaufen hier, dass wir mal ein bisschen Geld kriegen. Fahrzeug ist unrentabel. Was denn nur für ein Fahrzeug hier? Ach so, oh Scheiße. Ja, toll. Das sieht mir nach einem Problem aus. Wir müssen hier mal, glaube ich, mehr Gleise an diesem Bahnhof unterbringen. Komm, das machen wir gleich mal. Ich nehme den hier nochmal ins Depot. Hey, es passiert so schnell, dass da Sachen passieren. Warte, wo ist denn hier das Depot eigentlich? Welches können wir da nehmen? Da haben wir, glaube ich, das hier benutzt. Achso, das habe ich weggemacht. Ah, es gibt so viele Baustellen immer bei diesem Spiel. Ich raste aus. Ich raste aus. Ich komme nicht mehr hinterher. Ich komme nicht mehr nach.
I'm escalating. Quickly. Ich brauche Geld. Schnell. Ich muss das ersetzen hier. Ich brauche mehr Gleise hier. Komm, zieh. Beeil dich. Hat da jemand Signale vergessen? Nee, eigentlich nicht. Aber ich finde das eh kacke hier mit diesem Eingleisig an der Stelle. Das muss gar nicht sein. Das können wir viel besser machen hier. Das können wir zweigleisig machen. Brauche aber erstmal mehr Geld. Warum fährt da eigentlich der Sandexpress? Er hat da gar nichts verloren. Oh Gott, ich komme voll durcheinander hier mit denen. Nein, ich meine natürlich, ich weiß alles. Ich habe voll den Überblick hier. Ich weiß alles. Ich weiß, was hier passiert. Ich habe alles auf dem Zettel. Der wendet da. Na toll. Soll er gar nicht hier. Das ist ja mal eine Wendung. So, Station, Güterbahnhof, genau. Zu viel Geld. Es kostet zu viel Geld. Warte, dann machen wir ein Gleis weniger oder zwei. Ja. Nice. Bemsi. Und jetzt? Warte. Guck mal, was ist das hier auch? Was ist das denn hier für eine Straße? So ein Scheiß. So, jetzt nimm das hier mal weg da. Warte mal. Sekunde, ganz kurz. Ich muss das kurz richtig machen. Ganz kurz richtig machen muss ich das. Nicht genug Geld. Mann! Why? Jetzt. Okay, ich muss die Brücke wegnehmen. Und ein zweites Gleis rüberlegen. Dann haben wir das schon. Dann ist das überhaupt kein Problem. Brauchen wir das gar nicht da, den Schnösel. So, jetzt hier, warte, jetzt ich. Ach so, ich habe ja kein Dings. Ja, ja, ich weiß. Was soll ich machen? Ah, hört auf. Lasst mich in Ruhe. Hört auf, mich zu benachrichtigen. Ich mach das jetzt da. Ja, komm, setz das jetzt da. Los. Warum geht das jetzt wieder nicht? Mann! Ist er jetzt da drin, der Gleis, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich mach das jetzt einfach. Ich pack das jetzt erstmal da rein. So. Und jetzt, warte. Jetzt machen wir hier, jetzt ziehen wir das Mittelgleis gleich bis hier hindurch. Und nehmen es direkt da rein jetzt. So, und dann mache ich den Schniepel, nehme ich gleich weg. Und dann haben wir das Problem gelöst. Dann hat jeder seinen Bahnhof, seinen, den er nehmen kann, und dann ist alles gut. Herrgott, Mama. Es ist doch nicht so schwer. Die Brücke müssen wir da wegmachen. Ja, alles mal ein bisschen hier entschlacken und so, ne? Keine so schlechte Idee, würde ich sagen. Stopp. Genau, das kommt weg. Damit brauchen wir das hier nicht mehr. Das kommt auch weg. Bäm, das kommt da rein. So, und jetzt können wir den hier wieder losschicken. Jawohl, ja. So, stopp. Damit können wir das Depot da jetzt wieder entfernen. Ja, hervorragend. Haha, und damit ist es wieder... Warum ist da ein Stopper eigentlich auf dem... Weg damit. Genau, damit haben wir das wieder geschafft. So. Jetzt muss ich kurz wieder zu dem anderen, zu der anderen Baustelle hin hier. Da ist bestimmt auch wieder Sachen, die nicht gehen. Kohle, warum kommt hier keine Kohle? Was ist das? Der ist doch bestimmt, als ich bestimmt auch irgendwo verheddert hier. Weil ich ja im ich war im Pausenmodus. Warte mal, ist das nicht der hier? Das ist doch der Zug, oder nicht? Muss der da etwa auch nach vorne durchfahren zum Wenden, oder was? Nee, ach nee, das ist gar nicht der, warte mal. Wo ist denn der Zug, der hier die Kuh... Ach so, oh, hier haben wir wieder ein Problem, okay. Ich glaube, wir haben hier ein bisschen ein größeres Problem am Start gerade. Ich muss, glaube ich, mal wirklich die ganze Strecke mal abfahren und einfach mal gucken, was hier so los ist. Oh Mann. Okay. Da wissen wir ja, was wir zu tun haben.
Und an der Stelle endet diese Folge Voxel Tycoon. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Projekt findet. Ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben da lassen oder auch rechts oben in die Playlist reinschauen oder auch die anderen Videos angucken, die an der Stelle verlinkt sind. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Für euch wird es dann nicht teurer, aber ich bekomme eine prozentuale Beteiligung am Kaufpreis. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann freue ich mich darauf, euch im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bis dann. Ciao, ciao.